Herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Dead Kings, den kostenlosen DLC zu Assassin's Creed Unity. Und heute starten wir in Sequenz 13, Erinnerung 3. Die Schatten der Vergangenheit. Bonsoir. Geschlossen. Oh, jemand hat nach dir gesucht. Wer? Der Marquis? Elise? Elise! Warte! Elise! Was? Das kann nicht sein. So, das hätten wir erledigt, jetzt müssen wir sie nur noch kriegen. Haben wir dich. Wer bist du? Ich nahm doch nur ein paar Sous. Hier. Verdammte Ähnlichkeit. Ich suchte nach euch, Monsieur. Leon ist wieder zu Hause. Viel Glück mit ihm. Ich hatte einen Sohn. Tut mir leid. Nein, er lebt noch. Ich verließ ihn. Das Waisenhaus öffnete ich später. Das ist Liebe. Liebe kann ein Gefängnis sein. Sein Vater lehrte mich das. Hier, das Waisenhaus. Das ist meine Bestimmung. Leon sagte, ihr hättet Frankreich retten können. Kinder. Madame Margot? Erst hinter dem Waisenhaus. So, herzlich willkommen nochmal. Entschuldigung, dass es eben so still war. Mir ist irgendwie die Tonspur flöten gegangen von den ersten paar Minuten. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Das Wichtigste habt ihr vom Spiel erzählt bekommen. Und wir wollen dann mal zu Leon hinter dem Waisenhaus. Fällt gerade was ein. E-Shop. Zeitsparerpaket. Kätzchen, bitte geh vom Tisch. Tritt nicht auf das Touchpad vom Computer. Geh weiter. Okay, danke. Karte von Nostradamus Rätseln. Karte der Kokarden und Truhen, mysteriöse. Haben wir alles. Nur die Pariser Geschichten haben wir nicht gekauft. Helix Credits. Nee, danke. Inhalte zum Herunterladen. Haben wir alles. Okay. Für hier gibt es dann wahrscheinlich nichts. Müssen wir alles so finden. Okay. War ja nur so eine Überlegung. So, Leon. Du übst hier fleißig kämpfen. Kleiner Mann? Noch 3 Tage, bis mein Schiff in See sticht. Ja, na und? Ich hole das Artefakt. Und dann bin ich weg. Schön. Aber wie? Hast du etwa eine Karte, die zum Tempel führt? Die Liste der Relikte. In der Höhle. Ich wusste doch, dass ich die kannte. Sieh mal hier. Aber dieses hier fehlt. Ich meine das ernst. Ah, oh, moi aussi. Komm in mein Zimmer, sobald du die 2 hast. Oui, Monsieur. Ja, offensichtlich weiß er, wie es weitergeht, der kleine Strolch. Kinder. Ernsthaft, das war's. Okay, von mir aus. Die
Die Rätsel der beiden Relikte von Don Perreurs Liste löschen. Sojers Erbe. Die Die Notizen des Dom Perignon auf den ersten Seiten sind drei Platten erwähnt. Von zweien hat sich Dom Perignon die Fundorte notiert. Die dritte ist verschollen. Sie sind der Schlüssel, um das zu finden, was Napoleon so dringend in seinen Händen halten will. Dom Perignon ist auch noch auf mehr gestoßen als nur die Platten. Abt Chougard, Architekt der Basilisk und Bischof von Saint-Denis, erbaute diese Kirche auf den Überresten von des Tempels von Saint-Denis, einen heiligen Ort, der, wie er behauptet, die Macht Gottes beherbergt. Chougard schmiedete ein außergewöhnliches Schwert in Form eines Adlers und ließ es dann von jener Macht segnen, woraufhin es von einem wundersamen Kraft erfüllt wurde. Dom Perignon erwähnt anschließend noch weitere Notizen, die er in einem kleinen Raum zwischen den beiden Türmen der Dings aufbewahrt. Okay, dann wollen wir da mal hin. Das Kätzchen tingelt mir da hinten zwischen den Monitoren und den Kabeln rum. Das ist ein bisschen unheimlich gerade. Entschuldigung. Ich wollte nur... Achtet auf seine Kontrolle. Hab dich. Ach, lass mich hier... dich umbringen. So, jetzt haut die Katze gleich voll gegen das Mikro. Oder? Komm schon, Kitty. Die ist vollkommen verrückt. Das bekloppte Tier. Ja, sag ich ja, voll gegen das Mikro. So, ein Raum zwischen den beiden Türen. Machen wir mal hoch. Nur Terror, das Kätzchen. Gerade fressen bekommen wir jetzt voll auf den Sack gehen ein müssen. Ein Auszug aus Don Perignons Notizen. Chougard war ein religiöser Mann. Gewissenhaft bis zum Schluss, der sich mit den Geheimnissen von Francine, eines einst Saint-Denis, bestens auskannte. Ich fand einen Teil seines Testaments, das sein Erben seit versteckt hielten. Nur eine Revolution konnte solche Geheimnisse zutage fördern. Die Seiten sind äußerst faszinierend. Chougard behauptet darin, die Stadt sei geschützt durch die Macht eines alten Apparats, der von Gott gemacht sein, verschlossen mit Schlüsseln, die so versteckt sind, dass ein böser Mensch sie niemals fände. Ein Gläubiger jedoch mit Leichtigkeit. Zunächst sind da die Platten. Der Tempel von Saint-Denis ist damit versiegelt worden und Mönche wachten über sie. Während des Grabraubens kamen sie abhanden. Zwei der derzeitigen Besitzer von Chougards Schriftrollen konnte ich ausfindig machen und ihr Inhalt führte mich zu den Platten. Die übrigen Schriftrollen enthüllen jedoch etwas anderes. Eine seit Jahrhunderten unbenutzte Kammer in der Basilika hat Gravuren an den Wänden, deren Bedeutung mir erst klar wurde, nachdem ich Chougards Notizen in der Bibliothek der Basilika fand. Die Gravuren sind der Schlüssel zu Chougards Adler, ein Schwert, welches der Mönch geschmiedet und in das Feuer unseres Herrn getaucht hat. Göttliche Symbole schützen es und nur Bußfertige sollen sie lesen können. Sie bleiben mir verborgen durch irgendein Geheimnis. Mir bleibt womöglich nicht die Zeit, die Schriftrollen voll und ganz zu entschlüsseln, um sie aufzudecken. Die Basilika baute er mit Hilfe des architektonischen Wissens aus dem Inneren des Feuers.
um das Schwert zu beschützen. Möge also der Mechanismus, der sein Geheimnis nun seit bereits 500 Jahren so gut bewahrt, auch weiterhin sein Werk verrichten. Denn der Adler von Saint-Denis darf nicht dem Bösen in die Hände fallen. Okay. Vampires Notizen in der Basilika lesen. Yay, yeah, noch mehr lesen. Na, was haben wir hier? Oh, das Schwert. Don Perrins Buch. Sugar Schriftrollen sind über ganz verteilt, zurückgelassen von ihren gottesfürchtigen Hütern, nachdem ihre Gemeinden aufgelöst wurden. Finden Sie die Schriftrollen und folgen Sie den Hinweisen von Sugar Symbolen. Ist ein Symbol entdeckt, erscheint auf der Turmwand. Sammeln Sie alle Symbole, um das Geheimnis von Sugars Erbe zu lüften. Okay. Zwei Missionen jetzt. Neues Ziel. Zwei Missionen. Dann wollen wir erstmal nach draußen. Lassen wir uns mal kurz hängen und dann geht's auch gleich wieder hoch. An den leicht ramponierten Fenstern. Ah, das sind die Symbole. Die Rätsel lösen, um Sugars Adler zu finden. Wachenstarren, Brüten, gehörnter unter Monstern, auf dem Hause Gottes vor unserem Ring umgeben. Wachenstarren, Brüten, gehörnter unter Monstern, Gargoyles. Zweites Rätsel. Mann, oh, dann trinke ich kurz einen Schluck. Mein unterwürfiger Blick auf dem Außenposten des Herrn, die Reflexion des Sterns am höchsten Punkt von allen. Kirchenspitze? Okay. So, machen wir mal ganz schnell runter. Vielleicht können wir da unten noch mal kurz helfen. So, geholfen. Dann wollen wir da mal rüber. Nicht gedacht, dass wir da hin müssen, sondern dass es irgendwie nach oben gehen muss. Aber glauben wir einfach mal den großen grünen Punkt. Der wird schon wissen, wo es lang geht. Das war schon? Okay. Dann machen wir die Truhe leer. Wenn es regnet, sind all die Gemälde hin, die sie hier draußen verstecken. Ich verstehe nicht, was sie sich dabei denken. Erst klauen und dann so riskieren, dass die Sachen kaputt gehen und keinen Wert mehr haben. So, da drüben. Ah, der Friedhof. Natürlich, am höchsten Punkt des Friedhofs daneben. Und auf dem Friedhof sind wir alle.
Da müssen wir drücken. Die Dame an den Toren. In ihrer Reichweite wartet das Inferno. Unser Fluch, die Zahl des Teufels. Die Dame an den Toren. In ihrer Reichweite wartet das Inferno. Unser Fluch, die Zahl des Teufels. Was war das? Oh, an dem Tor? Okay. Ah. Die Dame. Mit dem Pfeil. Ach, das war das letzte Rätsel. Das erste Relikt gefunden. Ja, fetzige Sache, Bubele. Shugos Erbe, Teil 1, okay. Ja, freut mich auch, meine Dame. Klasse, ne? Friedhofsaußenposten. Ja. Dann wird das jetzt auch unser. Offiziere töten. Das können wir. Ich freue mich auch. Ach, sei still. Seid ihr Freunde oder Feinde? Ihr habt keinen Ärger mit mir, mein Freund. Aber Ruhe in Frieden. Na, ein bisschen näher müssen wir doch ran. Das ist hoffentlich kein Scherz. Ein Durchgang. Einen Moment mal. Zum Teufel. Das wäre ein ganz schön komischer Scherz, wenn einfach jemand stirbt so. Haha, ich bin jetzt tot. Idiot da. Ruhe. Hacken wir jetzt auf. Autsch. Autsch, es ist offen. Uli. Oh, ja, einiges an Kohle gefunden. Hört auf, mich zu beobachten. Na, aber jetzt wenigstens hätte ich mir töten müssen. Ja, mach schneller. Na, komm schon. Knüppel sie alle nieder. Hab dich. Blödes Arschloch. So. Gucken wir, wenn wir den letzten so kriegen. Okay, haben wir. Und weg hier.
Wii-Nebel. Ja, das war Wii-Nebel. So, verschwunden, jetzt nur noch hier raus. Aus dem gelben Kreis der Urinfarbe des... Und wieder etwas abgeschlossen. Und ja, ich werde das auch jetzt so als Ende nutzen für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß noch nicht, ob wir in der nächsten Mission... Doch, wir machen, glaube ich, in der nächsten Mission... Story in der Mission. So, nochmal ganz von vorne. In der nächsten Episode machen wir weiter mit der Story-Mission. Und sammeln das zweite Relikt des Adlerschwert-Dingsbumsens. Ich werde hier noch ein bisschen über den Friedhof streifen, ein bisschen plündern. Zumindest die Truhen, die hier so rumstehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten und bis morgen. Haut rein. Ciao. Fate brought me here for a reason. Perhaps it's time I let go of the past and took a leap of faith.